Hallo und herzlich willkommen zurück bei das Hauspark der Stab der Wahrheit. Und guck mal, was wir für eine coole Waffe haben. Das habe ich gar nicht mitgekriegt beim letzten Mal. Wann haben wir die erhalten? Die nennt sich der Stab der Zauberkunst. Also, war gerade nach der Sequenz auf einmal einfach so da. Och, die kleine Mietz. Oh, Entschuldigung. Arme Mietz. Können wir irgendwas... Ja. Ich möchte noch ein bisschen was mitnehmen für unsere Reise. Wir haben auch genug Geld mittlerweile. Wir haben richtig, richtig, richtig viel Geld. Mana-Tränke sollten wir vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Ja. Ja, hiervon noch einmal ein Wiederbelebungstrank. Nehmen wir auch noch mit. Eigentlich könnten wir auch mal was verkaufen. Moment. Okay, wir können die Kacke nicht verkaufen. Ich dachte schon, wir können unsere eigene Scheiße verkaufen. Kram. Aber wir können den Kram soweit verkaufen. Also ich glaube, den werden wir auch nicht weiter benötigen. Obwohl ich erstmal, glaube ich, darauf noch verzichten werde. Denn im Moment haben wir genug Geld. Wir brauchen auch noch nicht so viel... Oh, Moment, okay. Nee, ich will ja kaufen. Moment. Ja, Waffe kaufen. Aha. Oh, das sieht auch sehr, sehr cool aus. Den nehme ich mal mit. Okay, jetzt habe ich schon was gekauft. Wollte es eigentlich noch gar nicht. Ich dachte, wir können die Sachen gar nicht kaufen, die nicht unser Level haben. Aber na gut, nun haben wir es. Die Ausrüstung ziehe ich jetzt einfach mal nicht an, einfach aus Überzeugung. So, Halblingsperücke, Kartenresthaare, Waffenaufsätze, Blitzsticker und angezündetes Streichholz. Das nehmen wir noch mit, dann rüsten wir unsere Waffe kurz noch aus. Mir fällt gerade ein, kann es sein, dass wir auf unserem Zauberstab noch Sticker haben. Abwägen. Genau. Und jetzt müssen wir nämlich wieder... Oh, der ist eigentlich Level 3. Oh, der sieht halt so unglaublich cool aus. Ah, der ist schon wesentlich besser. Na gut. Wir nehmen... Oh, ja, der sieht... Okay, der sieht auch cool aus. Wir nehmen den definitiv und rüsten ihn noch aus mit einem Sticker. Aber welchen... 10 Feuerschaden, 20 Widerlichkeitsschaden. Ich nehme mal das mit den 10 Feuerschaden. Das finde ich, glaube ich, ganz, ganz nice. So, oh, wir haben wieder, ach, wir haben ein neues Stirnband bekommen. Aber wir haben ja eigentlich schon was Level 4 ist. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt einfach so bekommen haben. Wahrscheinlich, weil wir jetzt Sir Duschbag sind. Ich lasse das erstmal an. Wir können ja immer noch wechseln. Weiter geht's. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven Butters! Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the Bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Nun.
wer mag der Barde sein? Ich habe eine Vermutung. Aber es wird sich zeigen. So, wir schießen erstmal wieder alles kaputt. Unglaublich dunkel hier unten. Läuft auch wieder sehr, sehr coole Musik im Hintergrund. So, so ein bisschen spanische Flamenco-Gitarre. Sehr, sehr nice. Okay, er hört ihn. Aber wir sehen noch keinen. Hello? Ach, hier hinten. Oh, Jesus, it's the bird! Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in! Douchebag, it's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchantment. Okay, wir sind in einen Hinterhalt geraten. Aber anscheinend geht's wieder nur gegen drei. She didn't talk much, but boy did she swallow. Okay, wir müssen anscheinend nur gegen die Elfen kämpfen. Jimmy können wir gar nicht angreifen da hinten. Okay. Let's go, asshole. Ja, geht sofort los. Ihr bekommt gleich einer nach dem anderen mächtig eins aufs Maul. Boah, was für ein Angriff. Okay, neue Waffe ist sehr, sehr geil. Okay. That was the most perfect throw I've ever seen. Oh, danke. I have a nice lance that she set up on. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Oh, die Texte. Entschuldigung. Oh Mann. Okay. Butters sieht im Moment nicht so gut aus. Bei den Feinden ist das Problem, da schaffen wir es immer nur den ersten abzuwehren. Aber der zweite kommt immer irgendwie durch. Sehr merkwürdig. So, Butters. Okay, unsere Punkte reichen nicht mehr aus. Heilen können wir uns selber nicht. Ich denke mal, das wird alles in allem so reichen. Okay, das war sehr, sehr gut, Butters. Okay. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Okay, wir konnten nach dem ersten Treffer, glaube ich, nicht mehr blocken, weil wir eh schon down waren. Okay, jetzt. Okay, das war's. Wow, what a butt kicking. Okay, Jimmy verzieht sich. Ich denke, uns wird noch ein Kampf bevorstehen. Get down there and finish them off. I will protect this stick of truth. Oh ja. Feuer. Die sacken wir alles ein. Was diese drei Schnarchnasen hier vergessen haben. End of the line, fucker. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen. Moment, Moment, Moment. Jetzt überlegen. Wir haben... Ah, wir können hier forzen. Ich würde allerdings eigentlich... Okay, das geht nicht. Moment. Wir haben ja eine weitere Fähigkeit bekommen. So, okay. Okay. Hey, Sir Douchebag, up here. Es hat wunderbar funktioniert. Ich guck mal, ob wir die anderen jetzt auch noch halbwegs einfach platt machen können. Moment. Wir machen das gleiche nochmal. Huch. So, die Forzgranate. Und dann... Nein. Ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar. Nein, keine Dartpfeile. Forzgranate.
Furzgranate. Hä? Warum nimmt er nicht die Furzgranate? Drachenschrei? Oder den Drachenschrei? Ah, okay, wir mussten den Drachenschrei benutzen. So, die werden wir hoffentlich hier mit dem... Na komm. Komm. Komm, kommt her. Ja, ich hatte gehofft, die treten hier rein. Okay. Ich fummel jetzt nicht lange rum. Wir teilen einfach mal aus. I'm gonna mess you up, dude. Okay, den ersten haben wir versaut, die anderen beiden aber besser verteilt. Und alle mal auf Butters. Der Angriff kam mir bekannt vor. Schweinerei. Na, wartet. Wir machen lieber den Atem des Drachen. Da können wir beide angreifen. Okay, der erste ist auf alle Fälle down. Butters kann uns direkt mal heilen. Jo, danke. Ich überlege, wenn wir jetzt auf den furzen würden, würden wir den anderen damit anzünden? Bin mir nicht ganz sicher. Aber Butters ist ja auch nicht derjenige. Oh, nein. Perfekter Wurf, eigentlich habe ich zu früh gedrückt. Jedenfalls Butters ist eigentlich ja nicht der, der die Fürze kann. Das sind wir. Okay, er hat ihn geheilt. Verdammte Axt. Okay, was ist bei dem los? Geht er jetzt down? Offensichtlich nicht. Wir geben Butters mal einen kleinen Trank. Sicher ist sicher. Und benutzen unsere zerschmetternde Keule. Oh, die macht echt mächtig Schaden. Okay, wir haben keine Aktionspunkte, aber das sollte reichen. Heiliger Bonusschaden. Ah, geblockt. Haha. Erfolgreich geblockt. Hahaha. Oh Gott, wie ich mich freue, dass das einmal funktioniert hat. Okay. Wieder Atem des Drachen. Ja. Alle drei down. Gut gemacht, Butters. Sehr gut gemacht. Oh, okay. Moment, wir haben eine neue Waffe, den elfischen Kurzbogen. Aber die Dartpfeile machen aber deutlich mehr Schaden. Ja, ich sehe dich doch da oben. Lass mich doch erstmal hier alles einsammeln. Moment. Ja, es geht doch sofort los. Okay, wir schießen erstmal hier rauf. I'll handle this. Ey! Ow. Oh. Na super. Ow, my ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at. Whatever. So, bitteschön. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Your word is a command, my lord. Wie kommen wir denn? Oh no, we're locked in. We could be stuck in here forever. Oh, wir kommen ja gar nicht hoch, okay. Dann müssen wir uns weiter umschauen. Hier ist noch etwas. Halt. My ankle. I think it's twisted. You guys go ahead. Your word is the command. Happy to heal the thief, but I need your command, my lord. That's how the game works. Nee, also wenn alle dazwischen reden, dann... Ja. Wie kommen wir da hoch? Nee, da... Ach, Moment, wir müssen... Ach ja, ich sehe den Finger. Moment. So. Und... Yes, sir! Here's a buddy. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can't take care of. You guys go ahead. Raus hier. For the elf tank! Ja, okay, wir helfen dir. Lass ihn in Ruhe. Das ist unser Fettarsch. Ach, keiner macht dich kalt, Butters. Pass auf, wir teilen jetzt mal ordentlich aus. Oder nehmen wir doch die zerschmetternde Keule.
Also können wir aber die beiden hier hinten angreifen. Das finde ich gut. Atem des Drachen. Okay, der erste down, der andere brennt. Das läuft sehr, sehr gut. Hammer der Gerechtigkeit. Auf diesen hier. Nein, zu früh. Okay, ich bin der Meinung, das war ein bisschen zu früh. Aber na gut. Okay. Ersten kassiert, zweiten haben wir geblockt. Oh, der hat eine gute Rüstung. Auf Wiedersehen, Rüstung. Und er brennt. War das Hammer. Und. Das hat noch lange nicht gereicht. Okay, er hat wieder eine Rüstung verpasst, die auch gleich wieder weg ist. Nein. Warum sollten wir Scheiße fressen? Ja, sehr gut. Beide Male geblockt. Wir lernen dazu. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Butters, wir sind ein sehr gutes Team. Wir sind ein sehr gutes Team, Butters. Kann man nicht anders sagen. So, nun heil mal den Dicken. Witzig, wie sie es auch alle nachspielen. Ich meine, nein, will ich doch gar nicht. Ach ja, die Fantasie eines Kindes. Moment, Moment. Da oben ist nichts weiter. Okay. Hier schauen wir noch schnell rein. Hier auch. Und weiter geht's. The Wizard King is done for. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Elves. Einen Keller brauchen wir nicht. Ja, ja, Moment. Hier brennt eine Kerze. Oh, nicht reintreten. Nicht reintreten. Und. Okay, das Schild könnten wir. Ach so, mit dem Schild hätten wir auch drüber gekonnt anscheinend. Okay, wie kommen wir hier durch? Wie kommen wir hier durch? Wie kommen wir hier durch? Ach so, mit der Granate. Mit der Granate natürlich. Wir müssen erstmal die Lampe kaputt machen. Furzgranate. Und. Jawohl. Jetzt sind die anderen drin. Was? Was hat er gerade gesagt? Hat er das gesagt, weil ich gerade verstanden habe? Ich sag dazu einfach mal gar nichts. Okay. So. Jawohl, wir greifen an. Warum uns Token und Tweak nicht helfen? Keine Ahnung. Boah, was er gerufen hat beim Reinstürmen. Komme ich nicht wirklich drauf klar. Okay, wir haben... Der eine ist weg. Warum ist der eine weg? Also, es freut mich natürlich, aber... Warum ist der eine weg? Hm. Okay, der kann ganz schön fair einstecken. Los, Lord Vader, greif an. Oh, das war keine gute Idee. Alter Falter. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall und so. Butters? Butters, steh auf. Okay. Eieiei. Was war das denn für eine Aktion? Okay, ich versuch's mal mit... Ja, wir können die 40 jetzt nicht einsetzen. Ich versuch's mal mit unserer zerschmetternden Keule. Ah, ein bisschen zu früh, aber trotzdem gut Schaden gemacht. Er brennt. Das ist schon mal sehr nice. Ach Gott. Er hatte so komisch verzögert. Das war gar nicht so einfach. Warum gehen die denn auch alle die ganze Zeit auf Butters? Hm. Wir werfen uns noch einen Trank ein. Und schauen. Fähigkeiten können wir nicht mehr einsetzen. Wir greifen weiter den an. Der macht den meisten Schaden.
Okay, 61. Nicht so schlecht. Er greift an. Wir haben dreimal geblockt. Wow. Okay, Moment. Jetzt probieren wir es nochmal mit dem 14. Mana tragen. So. Und jetzt. Ah, die Furzgranate kostet mehr Mana. Okay, dann probieren wir erstmal den Drachenschrei. Halte R nach unten, bis du das Glas siehst und drücke dann R nach oben. Okay. Okay, er ist immun. Ach, wegen seiner blöden Maske. Ach, schade. Aber haben wir das auch mal gemacht. Sieht nicht gut aus für Butters. Sieht gar nicht gut aus für Butters. Okay, wirf dir nochmal so einen Trank rein. Ich weiß nicht, ob es viel bringen würde, wenn wir jetzt den Begleiter wechseln. Ah, ich würde sagen, wir schlagen uns weiter durch. Okay, wir kommen dem Ziel näher. Ja. Yeah. Jawohl, dreimal geblockt und gekontert. Und uns kann er ruhig angreifen. Ich meine, Butters kann uns heilen. Das ist überhaupt nicht der Rede wert. Okay, jetzt probieren wir uns nochmal mit dem Atem des Drachen. Ja, du wirst schon sehen. Okay, das hat wieder relativ wenig gebracht. Ja, und Konter. Okay, so langsam läuft's mit dem Blocken. Butters, bitte einmal deine heilende Berührung. Danke, sehr lieb von dir. Okay, der Kampf zieht sich. Der Kampf zieht sich extrem lange. Okay, wieder dreimal gut geblockt. Er nimmt weiterhin Schaden. Okay, wir geben ihm jetzt nochmal richtig eins auf den Deckel. Okay, das hat viel mehr Schaden gemacht. Vorher auch schon? Nein! Okay, nein! Okay, aber den kriegen wir auch noch down. Dich kriegen wir auch noch down. Okay, heiliger Bonusschaden, aber nicht so gut. Bereite dem jetzt ein Ende. Hatte ich gehofft und scheiterte gnadenlos. Nein, nein, er hat wieder verzögert. Er ist down. Oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Was für ein Kampf. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus 4. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Waldelf-Rüstung. Ich würde sagen, wir behalten aber trotzdem erstmal diese hier. Die gefällt mir optisch ganz gut und schließlich sind wir ja auch kein Elf. Die Elfen sind ja unsere Feinde, also von daher. Gut. Dann gehen wir mal hoch zum Barben. Allerdings. Erst im nächsten Part bei South Park, der Stab der Wahrheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.